So, und damit herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Und zwar diesmal dreht sich alles ja um den Start einer neuen Series. Denn ich habe festgestellt, irgendwie, deswegen kam jetzt auch längere Zeit kein neues Video raus. Ich habe irgendwie zu allen Themen, Bereichen, vor allem was den PvE-Content angeht, irgendwie zu allen Sachen schon Guides gemacht. Und irgendwie bin ich langsam am Ende vom Content angelangt. Ich könnte zwar noch in Sachen Necro zum Beispiel was machen oder Raid 5. Aber aktuell fällt mir jetzt in Sachen PvE-Content nicht mehr was ein, was ich euch gerne noch vermitteln möchte. Wenn ihr irgendwelche Sachen hättet im PvE-Content, die ihr irgendwie gerne noch wissen wollt oder wo ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwie Anregungen für ein Video oder sowas, wie zum Beispiel dieses Fuku vs. Regal Video oder ähnliches, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir eine Private Message auf Twitch oder auf YouTube und dann werde ich gucken, ob ich da irgendwie in die Richtung was machen kann, weil aktuell ihr seid die Zuschauer, ihr habt die Fragen, deswegen, ihr könnt so gesehen am besten sagen, welche Art von Videos ihr haben wollt. Ansonsten, wie gesagt, das ist der Start von einer neuen Series, denn wir werden. Es ist sehr aufwendig, ich habe es mir vorgenommen, aber trotzdem zu machen, weil sehr oft die Frage am Stream immer kommt: Ich habe das Monster gepult, wo kann ich es hernehmen? Wie rune ich es? Ist es gut, ist es schlecht? Soll ich es aufheben? Soll ich es nicht aufheben? Und so gesehen werden wir alle Net 4s vorerst mal und alle Net 5s durchgehen und reviewen, so gesehen, in Anführungsstrichen. Und ich werde so meine eigene Meinung mal zu diesen Monstern geben in Sachen Runenbuilds, in Sachen, was können die Monster überhaupt, wo sind sie vielleicht gut, in welchen Einsatzorten, wo sind sie eher nicht so gut und ähnliches. Und werde auch immer alle Elemente vorstellen und zwar auch priorisieren. Deswegen dieses Priorisieren und so weiter oder auch Einsatzorte ist es sehr. Also ich lese mir die Spells durch und aufgrund der Spielerfahrung, sage ich jetzt mal, wie lange ich spiele das Game jetzt schon seit fast 2 Jahren. Tue ich eben diesen Guide machen. Deswegen, der Guide ist nicht irgendwie, oder diese ganzen Guides in Folge von diesen Review-Series, sage ich mal, sind nicht irgendwie ausgelegt auf Reddit-Posts oder auf Kommentare auf diversen Seiten, sondern es ist wirklich nur meine Meinung. Ja, deswegen, vielleicht liege ich auch bei manchen Sachen vielleicht falsch, oder ich sage mir jetzt mal nicht falsch, sondern vielleicht sehen es andere Leute vielleicht ein bisschen anders. Bei manchen Stellen auf jeden Fall das, wie gesagt, ich gebe in das Video meine eigene Meinung, meinen Input, was ich am besten, beziehungsweise in manchen Fällen am schlechtesten finde, zu runen und so weiter. Deswegen auch diese Priorliste von 1 bis 5 ist vielleicht für den anderen individuell angepasst. Vielleicht sagt der andere, oh, das ist jetzt nicht Platz 3 bei mir, sondern Platz 4 oder so weiter. Wie gesagt, das ist aufgrund meiner Meinung, wie ich finde, wo die Monster einsetzbar sind und in welcher Reihenfolge man sie hernehmen kann. Das zum Vorwort. Ansonsten, in diesem Video dreht sich alles, das ist so gesehen das erste Monster, was wir reviewen werden, oder Monstertyp besser gesagt. Und zwar sind es die Barbaric Kings. Und da fangen wir gleich an mit Platz Nummer 5, nämlich so gesehen in Anführungsstrichen den schlechtesten Barbaric King. Ich weiß nicht, ob man wirklich schlecht sagen kann, denn ich finde, alle Barbaric Kings sind tatsächlich spielbar, auf jeden Fall, im Vergleich zu anderen Four Stars, wo ich sagen würde, die gehen wirklich gar nicht. Aber der. Entschuldigt mir die Aussprache, aber diese Barbaric Kings heißen alle echt komisch. Deswegen hier der Fire Barbaric King, der Sir. Surtur, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Deswegen, was kann es? Beziehungsweise alle Barbaric Kings. Erstmal von den Abilities her. Die Barbaric Kings haben alle auf dem ersten Spell eine Ability, die einen Continuous Damage Spell macht. Und der hat 380% Multiplier. Deswegen 380% von eurem Attack-Wert so gesehen macht es an Damage. Deswegen auch die Multiplier sage ich euch immer dazu. Der zweite Spell hat einen Stun, hat einen 600% Multiplier. Und eine 80% Chance, so gesehen, Gegner zu stunnen. Und ihr heilt euch um 30% noch von dem gemachten Schaden. Der letzte Spell hat einen 800% Multiplier, deswegen auf Single Target DPS ist 800% jetzt nicht so schlecht. Und wenn das Target weniger als 50% HP hat, also Leben, wird der Schaden sogar um 50% erhöht, den jetzt diese Ability macht. Ansonsten, wenn die Ability auf Cooldown ist, dann bekommt der Fire Barbaric King so gesehen Attack Speed und außerdem tut er sich um 10% von seiner HP heilen. Der Leader Skill ist 30% Defense in Guild Wars, ist okay. Deswegen das zu den Fähigkeiten. Deswegen, wo könnte man jetzt den Fire Barbaric King hernehmen? Ich würde sagen, auf jeden Fall im Rift könnte man ihn hernehmen, sage ich mal, aufgrund dessen, dass er auf seinem dritten Spell und auf seinem zweiten Spell so gesehen ein Self-Heal hat.
Auf dem zweiten Spell einen 600% Multiplier und auf dem zweiten Spell einen 800% Multiplier. Deswegen plus diese Fähigkeit, dass wenn der Boss bzw. das Target 50% HP oder weniger hat, machst du mehr Schaden. Ja? Deswegen beispielsweise im Windrift fände ich sehr gut, weil da braucht man auch vor allem relativ viel Self-Heal, wenn man da diese Crystallized-Sachen da von seiner Attack-Bar so gesehen wieder aufhealen muss. Deswegen fürs Windrift fände ich ihn relativ gut. Für die anderen muss man immer abwägen, auch von den Elementen, ehrlich gesagt, weil das Ding ist ja, es gab jetzt vor längerer Zeit einen Patch, wo ihr so gesehen 50% mehr Schaden macht und 50% weniger Schaden bekommt, wenn ihr in dem Rift im Elementvorteil seid. Deswegen, man könnte es vielleicht auch im Fire Rift spielen als Single-Target-DPSer, würde ich jetzt aber nicht so empfehlen, weil ich da lieber ein Monster spielen würde, was halt vom Element Wasser ist. Ansonsten, wie gesagt, für Wind Rift finde ich ihn gut. Und für PvP könnte man ihn auch hernehmen. Also er hat, wie gesagt, 33% Death Leader in Guild Wars. Beziehungsweise, es hat halt einen guten Single-Target-DPS und ist vom Element Feuer. Ja, und es gibt jetzt vom Element Feuer als Single-Target-DPSer jetzt nicht so viel Monster. Zumindest keine 3-Stars und 4-Stars, die jetzt ansatzweise in diese 800% Multiplier rankommen, plus diese 50% Chance, 50% so gesehen mehr Damage, wenn man das Target schon einigermaßen gedamaged hat. Deswegen ich denke oder ich empfinde, im PvP könnte man den auf jeden Fall auch spielen als Single-Target-Nuker. Ansonsten Early-Game-Build würde ich ihn spielen auf Fatal Blade mit Attack, Crit Damage, Attack oder auch Speed Crit Damage Attack. Attack vorzugsweise, wenn du es nur im Rift hernimmst und Speed, wenn du ihn mehr im PvP auch hernimmst. Ansonsten, ja, so ab Mid-Game bzw. höhere Builds bzw. Late-Game-Builds würde ich empfehlen, Violent Nemesis zu spielen. Es geht auch Violent Will oder Violent Blade, ginge auch. Würde ich auch dann spielen auf Attack, Crit Damage Attack oder eben für PvP Speed Crit Damage Attack. Violent aus dem Grund, weil er mehr Extra Turns bekommt, kann so gesehen mehr Damage machen, beziehungsweise heilt sich dann noch mehr, kann häufiger Sachen so gesehen ja nahezu One-Shotten, sage ich mal, in diversen Situationen. Plus Nemesis ist halt nicht schlecht, weil alle anderen Sets machen nicht so viel Sinn. Ja, also Blade wegen Crit Rate, okay, wenn der mal schon nicht so weit im Game ist, dass man ja sowieso sehr viel Crit Rate hat, ist so gesehen im Blade-Set überflüssig. Wille könnte man überlegen, je nachdem, was man halt für eine Offensive spielt damit. Wenn man sagt, man ist eh schneller, braucht man jetzt nicht unbedingt Wille. Man kann, wie gesagt, Wille oder Nemesis spielen. Ich fände, Nemesis wäre jetzt meines Erachtens das Beste. Wille geht aber auch. Ja, das war es eigentlich schon zu dem. Deswegen Platz Nummer 4 ist meines Erachtens der Water Barbaric King, der Aegir, ich weiß wie gesagt nicht, wie die ausspricht. Selbes Spiel, hat wieder den Dot. Zweites ist unterschiedlich im Vergleich zu dem Fire, nämlich 620% Multiplier und erhöht deine Attack Bar um 50%, nachdem du angegriffen hast. Und was ziemlich, ziemlich gut ist, ist der Branding-Effekt. Ein Branding-Effekt, steht auch hier da, ist, wenn ein Monster mit einem Branding-Effekt versehen ist, dann macht dein ganzes Team 25% mehr Schaden an dem Ziel. Deswegen Branding-Effekts sind auch jetzt nicht so oft im Game. Also es gibt jetzt nicht so viele Monster, die einen Branding-Effekt überhaupt machen. Deswegen, das ist schon mal ziemlich gut. Ansonsten, dritter Spell, greift den Gegner zweimal an, hat eine Chance mit jedem Hit zu strippen, also Beneficial Effects wegzunehmen, zum Beispiel in Giants den Attack-Buff oder in Dragons den Immunity-Buff, und hat dieselbe indirekte Passive wie auch übrigens fast alle Barbaric Kings. Wie gesagt, fast alle, nicht alle. Nämlich, dass wenn der Spell auf cooldown ist, dann kriegt er wieder Attack Speed und heilt sich um 10% der HP. Ansonsten ein Guild Wars Leader Skill mit 300% HP ist jetzt nicht so krass. Dann, wo konnte man ihn deswegen hernehmen? Übrigens, letztes Spell hat ein 400% Multiplier mal 2, weil er zweimal angreift, deswegen auch insgesamt 800% Multiplier. Man könnte ihn meines Erachtens im Rift hernehmen, wegen dem Branding-Effekt. Auch wenn der Strip so gesehen vom dritten Spell ein bisschen gewastet ist, weil du kannst im Rift oder im Raid gibt es nichts zu strippen. Aber er hat trotzdem einen sehr guten Single-Target-DPS. Zum Beispiel im Fire Rift könnte man ihn hernehmen, wenn man schon genug AOE-Damage hat.
könnte man den noch als Single-Target-DPS mit reinnehmen. Hat den Branding-Effekt, der wie gesagt sehr gut ist, auch im Rift. Für Giants könnte man ihn auch hernehmen, weil eben der Strip auch ziemlich gut ist. Branding-Effekt dazu. Für Dragons, selbes Spiel, könntest du ihn auch hernehmen. Für Strip, vor allem Immunity Crystal, beziehungsweise für den Branding-Effekt. Oder auch im PvP wäre er möglich einzusetzen, in der Offensive beispielsweise, weil dort zum Beispiel einen 800% Single-Target-DPS ist schon mal recht gut. Und dann noch, so gesehen, indirekt zwei Strips plus die zweite Ability gibt dir auch noch 50% Attack-Bar dazu. Wäre so gesehen da auch einsetzbar. Ansonsten, die Builds sind übrigens, das mache ich jetzt nämlich ein bisschen kürzer, sonst dauert das Video ewig, sind bei allen Barbaric Kings gleich. Also Early Game Builds bei allen Barbaric Kings sind Fatal Blade meines Erachtens mit Attack, Crit Damage Attack oder Speed Crit Damage Attack, je nachdem wo man es hernimmt. Wenn es nur für Rift ist, würde ich sagen Attack in Slot 2, und wenn es mehr Kairos Dungeon ist, wenn es Speed Teams sind oder PvP, würde ich Speed in Slot 2 empfehlen. Ansonsten ab Mid Game oder höher Builds würde ich empfehlen, auch wieder wie bei anderen, wie bei dem Fire Barbaric King bereits, Violent Nemesis oder Violent Will oder Violent Blade, wie dasselbe Spiel, Attack, Crit Damage, Attack oder Speed, Crit Damage, Attack. Das ist schon mal zu allen Barbaric Kings, deswegen die runt man alle gleich meines Erachtens. Das war es eigentlich schon zu dem, deswegen Platz Nummer 3 ist für mich der Hrothulch, keine Ahnung, der Winter Barbaric King auf jeden Fall. Den finde ich von den normalen Elementen eigentlich den besten. Selbes Spiel wieder, hat den Dot auf dem ersten Spell, hat auch den Branding-Effekt auf dem zweiten Spell wieder, plus 50% Attack-Bar dazu, genauso wie zum Beispiel auch schon der Wasser bei Barbaric King. Und der dritte Spell, der ist richtig, richtig, richtig nice. Hat einen 210% Multiplier mal 2, weil er zweimal angreift. Steht jetzt zwar nicht hier, aber steht auf der Wikia-Seite. Warte mal. Ja, steht auf der Wikia-Seite, deswegen hier könnt ihr gucken, da sind die Multiplier auch so weiter. Greift zweimal an, auch wenn es hier jetzt nicht steht. Hier steht nur Attacks all enemies, aber nicht wie oft, aber hier steht zweimal, ja, deswegen es greift zweimal an. Auch wenn es nicht explizit dabei steht. Ansonsten der dritte Spell, greift wie gesagt zweimal an, hat den 210% Multiplier. Ist jetzt nicht so stark für ein AOE, eigentlich ziemlich schwach, aber was jetzt noch kommt, das ist ziemlich nice. Und zwar tut die Attack-Power und den Attack-Speed von allen Verbündeten für 2 Züge erhöhen. Das ist ziemlich nice. Also AOE, dann noch diese Attack-Buff und Attack-Speed und dann noch diese Passive mit diesem Self-Heal und der Buff selber auch nochmal Speed. Ja, wenn so gesehen dieser Spell auf Cooldown ist. Deswegen plus noch ein 370% Attack-Power-Leader für Guild Wars, ist auch nicht schlecht. Deswegen, wo ist der gut? Ich finde ihn ziemlich gut zum Beispiel in Rift, beispielsweise im Water Rift ist er ziemlich gut, weil Branding Effekt, haben wir schon gelernt, ist im Rift ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Self Heal ist ziemlich gut. Plus das Team mit Attack Speed Buff, und vor allem im Water Rift braucht man sehr viel Attack Bar Increase Sachen und so weiter, damit man diese Ability von dem Boss so gesehen countert. Also die Ability im Water Rift ist so, dass da ein Schild kommt und man muss so gesehen Attack-Bar pushen und ähnliches und ganz viel Attack-Speed haben, damit man so gesehen diese Leiste ganz schnell wegbekommt, damit man seinen HP wieder voll healen kann. Deswegen für Water Rift finde ich ihn ziemlich gut. Für einen Raid könnte man ihn auch hernehmen, wenn man die Kapazitäten in seinem Team hat, um den einzubauen. Deswegen Speed-Buffen, Attack-Buffen, Branding-Effekt, sehr nice für Raid. Für Giants könnte man ihn auch hernehmen, hat sogar einen Elementvorteil. Branding-Effekt, Dots, Buff das Team echt ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Und im PvP, ja, könnte man ihn auch hernehmen. Ich bin jetzt nicht so ganz der Fan von ihm im PvP, weil er jetzt nicht kein wirkliches One-Shot-Potenzial hat. Und wenn es jetzt rein um Attack-Speed und Attack-Buffen geht, finde ich andere Monster wie zum Beispiel Galen oder Bernard oder ähnliches besser. Man kann ihn spielen. Ich bin jetzt nicht so ganz der Fan von ihm im PvP, aber man könnte ihn spielen. Dann, Platz Nummer 2. Ich hoffe, ich kriege das Video in 20 Minuten hin. Das wäre mein Traum. Nummer 2 für mich ist der Mimir. Endlich mal ein Name, den man aussprechen kann. Der ist für mich auf Platz 2 der Barbaric Kings. Erster Spell wieder dasselbe, hat wieder den Dot. Zweiter Spell ist so wie fast bei allen Barbaric Kings, wie bereits auch bei Wasser und bei Wind, nämlich die 50% Attack Bar Increase plus Branding Effekt. Und der dritte Spell
Der hat einen 740% Multiplier, ist jetzt für ein Single-Target jetzt nicht so krass viel, es geht noch, es ist relativ okay. Aber er hat auch nochmal diese Passive, dass wenn der Spell auf Cooldown ist, bekommt er Attack Speed und heilt sich selber um 10% von der Max HP. Plus, er tut die Attack Bar von einem Monster auf 0 setzen und stunnen. Also ist so eine Art Mini-Baretta mit Stun, könnte man sagen. Deswegen, plus, er hat einen 24% Speed Leader in Guild Wars. Und Speed ist die Meta einfach. Ja, deswegen Speed ist sehr, 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 sehr gut in Gildenkämpfen, in RTA, in normaler Arena und. Deswegen, der hat wirklich das volle Package für ein gutes PvP-Monster. Deswegen, ihr seht schon, Einsort PvP, Single Target DPS mit 47% Multiplier, Attack Bar auf 0 setzen plus Stun. Ist dafür sehr, sehr, sehr gut. Ansonsten kann der eigentlich fast überall eingesetzt werden. Aufgrund dieser Attack Bar Reduction könnte man zum Beispiel auch bei Bossen für TUA hernehmen. Also bei Boss Stages. Branding Effekt, mehr Damage durch euren Spectre zum Beispiel. Single Target DPS plus Attack Bar auf 0. Ja, ist echt super. Ansonsten für Dragons könnte man ihn auch hernehmen wegen Branding Effekt. Und wegen dem Attack Bar auf 0 setzen, ihr müsst halt dann das Team so natürlich timen, beziehungsweise runen, dass der Mimir natürlich irgendwie da dazwischen drankommt, bevor der Immunity Crystal draufkommt, weil sonst könnt ihr die Attack Bar nicht auf 0 setzen. Für Giants, selbe Spiel, könnt ihr auch hernehmen, Attack Bar auf 0 setzen, Branding Effekt, ziemlich, ziemlich nice, Self Heal. Für Rifts ging er auch, zum Beispiel fürs Dark Rift, also ihr könnt so gesehen das Element sogar countern, hat, wie gesagt, einen sehr guten Single-Target-DPS, oder nicht sehr guten, hat einen guten Single-Target-DPS von 740%, plus auch wieder Branding-Effekt in den Rifts, ist sehr, sehr, sehr gut. Und man könnte ihn sogar auch im Raid hernehmen, Branding-Effekt wiederum, und Attack-Bar auf 0 setzen, könnte man auch im Raid so gesehen. Ich finde es nicht einer der Top-Monster im Raid, ich finde, es gibt auf jeden Fall bessere Monster im Raid, aber man könnte ihn auch im Raid hernehmen aufgrund dieser Attack Bar Reduction und dem Single Target DPS. Genau, dann kommen wir auch schon zu Platz 1, nämlich dem dem Dark Barbarian, den ich auf Platz 1 finde. Denn das Monster ist echt sick. Also, ihr könnt euch mal diverse Videos auf YouTube angucken, denn was ihn so ausmacht, ist seine dritte Fähigkeit. Wir gehen, wie gesagt, alle Fähigkeiten durch. Erster Spell hat wieder den Dot. Zweiter Spell ist so wie auch bei dem Feuerwehr-Barrier King, deswegen 600% Multiplier auf Single-Target-DPS, hat eine 80% Chance zu stunnen, die echt hoch ist, und heilt sich um 30% des gemachten Damages. Plus der dritte, gehen wir erstmal hier hin, Resistance in Gildenkampf 40%, kann man je nachdem einsetzen, wie er möchte. 40% Risiko ist nicht so schlecht. Aber jetzt kommt der dritte Spell und der ist halt echt awesome. 760% Multiplier, Single-Target DPS. Ist schon mal relativ gut für ein Single-Target Spell. Plus, ihr habt auch noch so gesehen, das in Anführungsstrichen Element neutral, weil es halt nicht Fire and Water, sondern eben Dark. Deswegen, ihr werdet da in den meisten Fällen jetzt nicht gecountert vom Element, beziehungsweise habt irgendwie Monster, wo ihr dann glänzt oder ähnliches, weil ihr im Element Nachteil seid. Deswegen, er ist sehr gut da einsetzbar. Plus, ihr habt mit jedem Attack, wenn ihr diesen Spell macht, eine 40% Chance, dass ihr einen Extra-Zug bekommt und dieser Spell nicht auf, also der Cooldown von dem Spell refreshed wird. Noch dazu habt ihr, wie bei allen Barbaric Kings, wie gesagt, ist, dass ihr, wenn dieser Spell auf Cooldown ist, ihr Attack-Speed bekommt und euch um 10% healt. Und das Krasse ist halt, diese 40% Chance könnt ihr mit, wie zum Beispiel mit Violent auch noch kombinieren. Es gibt halt Videos, ohne Scheiß, es gibt Videos auf YouTube, da proggt dieser Typ 26 Mal in Folge. Entweder weil es ein Violent Proc ist oder weil es die Ability selber ist, weil das Ding ist, Violent kann maximal 4 Mal in Folge proggen. Das Ding ist, wenn aber zwischen diesen Violent Procs ein Proc ist, der durch die Fähigkeit an sich selber ausgelöst wird, resettet diese 4er Violent Proc Chance. Das heißt, du procst 4-mal Violent, ja, procst dann einmal die Ability von sich aus selber und kannst wieder 4-mal Violent procken. Das kannst du halt die ganze Zeit machen. Es gibt wirklich Videos, wo der Typ 26 Mal in Folge angreift. Und erstens, er macht richtig sick Damage. Er hat eine 80% Chance zu stunnen. Er hat einen Heal von 30% vom Inflicted Damage, so gesehen, auf der zweiten Ability. Und der One-Shottet alles in Folge. Also das Monster ist echt richtig, richtig, richtig sick. Im PvP vor allem.
In Dragons könnte man ihn auch hernehmen als Single-Target-DPSer. In Giants könnte man ihn hernehmen. Im Dark Rift. Beispielsweise, weil er da auch im Dark oder auch im Light Rift. Beziehungsweise Light Rift wäre sogar besser, weil er discountert. Dark ginge auch. Ihr habt halt dann diese 50% Damage-Boost nicht, aber in Dark ging es theoretisch auch. In Light geht er, wie gesagt, ziemlich ab. Und wie gesagt, wenn ihr den dann im Up-Mid-Game sowas auf Violent Nemesis baut oder auch nur auf Violent Broken, Violent Will, Violent Blade, whatever. Der Typ kann echt richtig abgehen, ja. Deswegen, der ist richtig, richtig, richtig gut. Genau, wow, ich hab's echt geschafft in 20 Minuten. Ich bin richtig stolz auf mich. Das war, wie gesagt, so der erste Teil von dieser Series, wo ihr die Monster hernehmen könnt, was sie können, wie ihr sie runt. Wie gesagt, Alba Barry Kings im Early Game auf Fatal Blade. Ansonsten ab Mid-Game oder höher auf Violent Nemesis, Violent Will, Violent Blade. Attack, Crit Damage, Attack, beziehungsweise Speed, Crit Damage, Attack, je nachdem, wo ihr es einsetzt. Und genau, ansonsten könnt ihr mir gerne Kommentare hinterlassen, wie ihr diese Art von Video findet, weil wie gesagt, das wäre jetzt eine Series, die ich dann demnächst mal starten würde und weitere Videos über diese Monstertypen machen würde. Gebt mir einfach kurz ein kleines Feedback, war es ausführlich, war es zu detailreich oder habe ich was vergessen? Ging es zu schnell oder soll ich mir das nächste Mal irgendwie mehr Zeit nehmen oder ähnliches? Ich will halt wie gesagt das Video im besten Fall auf 20 Minuten halten, weil sonst dauert es viel zu lange und ich denke, ich habe alle relevanten Informationen drin. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder was ihr gut auch fandet oder was ihr schlecht fandet, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich weiß, was ich so gesehen beim nächsten Video vielleicht anders machen könnte oder ähnliches. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zugucken. Hoffe, das Video hat euch geholfen in Sachen Barbaric King Runen und Einsorte von Barbaric Kings und ähnliches. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao.